Servus miteinander aus der schönen Oberpfalz. Ich hab's geschafft, ich bin endlich fertig. Und das sind jetzt zwei Perlen, weil ich mit euch geschaut habe. Das ist alles ein Baum. Das ist alles von einer Weide. Und ich finde Perlen einfach nur genial. Ich hatte schon mal eine Weide, weil lauter so schöne Perlen dran waren. Und da seht ihr jetzt das mit dem Gerbsaft, der da noch austritt, gell, das kann man wegkratzen. Muss man aber nicht. Also ich muss sagen, wir waren sehr zäh zu schälen und ich habe sehr lang gebraucht und ich merke es auch im Arm. Aber es hat sich wirklich rentiert, also finde die wunderschön und das ist ja das Oberhammerstück. Schaut euch mal das an. Also da oben zu was Hörner. Genial. Wirklich genial. Aber mir gefällt es so besser. So, das ist. Hammer. Dann waren da war eine Altholzperle dabei, die ist ziemlich fertig. Die ist mir auch auseinandergebrochen. Weiß gar nicht mehr, wie die zusammengesetzt war jetzt. Sind auf jeden Fall drei Teile gewesen. Weiß nicht mehr, wie die zusammengehört hat. Er ist also schon sehr morsch. Mal gucken, ob ich aus der überhaupt noch mal was machen kann, aber hallo. Hat zwei Augen da oben. Ja, also sehr, die ganzen Perlen haben sehr tiefe Dellen, die dementsprechend schwer zum Lösen waren. War ein gutes Stück Arbeit. Noch viel Bass drin, habe ich den vergessen oder was? Na, wo war ich denn da mit meiner Aufmerksamkeit? Ne? Das ist das, wenn man dann immer unterbrechen muss. Super, gerade habe ich den Dreck weggeräumt. Ja, da muss ich dann nochmal drüber gehen. Der ist auch schon ziemlich angefressen gewesen.
ein Gesicht. So ein kleiner Geist. Da sieht man es also auch ganz schön, wie der Gerbsaft ausgetreten ist, gell? Die war auch ganz schön angefressen. Das ist ein kleiner Seehund. Die ist auch sehr schön. Es wird auch mal so ein besonderes Stück werden. Da habe ich mich wirklich geplagt. Es ist weiß ich noch nicht, was die mal werden will. Ja. Und das alles von einem Baum. Und da bin ich schon sehr, sehr, sehr glücklich und froh. Und vor Weide habe ich eh schon lange nichts mehr geerntet. Von daher hat sich der Ausflug schon gelohnt. Ich werde da mit Sicherheit noch öfter mal runterfahren, weil mich das mit den Findlingen in dem Wasser total fasziniert. Und im Sommer ist da unten wirklich auch schön. Und ja, dann werde ich mich dem anderen Stück da widmen. Den kommen wir jetzt erst einmal in einen separaten Korb. Und dann freue ich mich auf die Arbeit mit dem da. Peggy, du siehst da einen Fisch. Ich sehe da keinen Fisch. Ich sehe da einen Kopf mit einem Horn. Da ist das Auge. Da ist die Schnauze. Da werde ich mit Sicherheit heute noch ein bisschen anfangen, mal die Rinde zu pulen. Mal schauen, was da drunter zum Vorschein kommt. Bin schon ganz gespannt. Ja, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das Video heute noch auflade oder morgen. Das werde ich dann schon sehen. Aber ich bin jetzt da echt total neugierig, was da zum Vorschein kommt. Soll ich euch mitnehmen? Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ich euch da mitnehmen soll. Also ich kann es kaum erwarten. Gesagt hat es noch nichts. Aber so lange habe ich es jetzt auch noch nicht in der Hand gehabt. Mal gucken, vielleicht meditiere ich heute mal damit. Mal schauen, wie ich müde werde nach meinem Abendspaziergang mit dem Hund.
Ich wünsche euch eine schöne Woche. Kommt gut rein. Und schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ich euch mitnehmen soll beim Werdegang von dem da. Heute noch einen schönen Abend oder dann morgen einen schönen Tag. Aber ich glaube, ich lade es gerne auf. Ich glaube, ich lade es gleich noch auf. Schreibt es mir doch rein in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt oder ob euch das Ergebnis reicht. Dann wird's euch bis zum nächsten Mal.